Mich natürlich immer interessiert sind Daten. Ist es quasi wirklich auch messbar? Hat es auch einen wirklichen Einfluss auf den Unternehmenserfolg? Früher gab das ja so ein bisschen als Soft Skill, das ist so nebenbei, die ist noch nett und so. Aber ja, das war jetzt wahrscheinlich nicht gerade auf der Top-Liste der Anstellungsbedingungen. Nun haben wir aber einen Referenten da, der hoffentlich beweisen kann, dass dem nicht so ist, dass Empathie ganz im Gegenteil eine harte Währung ist, die man messen und eben auch verbessern kann. Ich darf Remo Nielsen vorstellen. Er ist Managing Partner bei Forward und hat etwas ganz Tolles erfunden, nämlich den Service Excellent Cockpit. Darin laufen Kennzahlen von 100 Service Centers seit 8 Jahren zusammen. Und was wir eben aus diesen Zahlen lernen können und wie sich Empathie messen lässt, das wirst du, Remo, mit uns teilen. Wir freuen uns. Ich bin sehr gespannt, was deine Erkenntnisse sind zu diesem Business-Faktor und übergebe dir den Klicker und die Bühne. Danke. Super. Danke vielmals, Katrin. Ja genau, ich habe jetzt die große Ehre und die Herausforderung, euch innerhalb von 18 Minuten von dieser Empathie in irgendwie sehr harte Business-Faktoren umzuwandeln. Zwei Sachen möchte ich schon mal vorwegnehmen. Punkt A, ja, es ist messbar. Punkt 2, es gibt kein Kennzahl dazu. Und jetzt geht es darum, wie bringe ich das zusammen. Hè? Genau. Eigentlich geht es darum, dass wir 3 vragen beantwoorden müssen. Es geht darum, welke factoren zahlen dan eigenlijk ein auf je business? We zijn hier een business. Zweite is, kan man welke factoren die empathie dan wirklich messen? En wie macht man das? En als dritte is, welke rol speelt dan ons technologie? Dat zijn jetzt alle so ganz banale vragen. Aber ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten mit diesen komplexen Organisationsstrukturen und all diese Ziele, die wir alle haben, wenn wir tagtäglich da hinter dem Computer sitzen und arbeiten. Aber ich möchte das ganze Thema jetzt mal so in ein paar Schritten, so top-down, mal angehen. Top-down heißt, wir fangen mit der Realität an. Das Businessmodell. Es gibt so ein Modell, das heißt das Wertreibermodell, das ist so ein klassisches Modell. Ganz links, rot, das sind die Ziele, die wir uns setzen. Und die kommen immer zusammen beim Thema Profitabilität. Ich habe Einnahmen, ich habe Kosten und alles, was dazwischen ist, nennt man Profitabilität. Im besten Fall als Unternehmen steht da ein Plus. Da wird die Geschäftsleitung sich darauf konzentrieren. Das ist dieser Bereich. Das Ganze, diese Zielerreichung messen, mache ich dann mit meinen Kennzahlen. Und davon gibt es viele. Hier haben wir verschiedene Beispiele. Zum Umsatz steigern kann ich zum Beispiel die Anzahl Kunden erhöhen. Wenn sie weniger werden, werde ich weniger Umsatz. Das sind so die typischen Kennzahlen. Aber Kennzahl ist eigentlich nur ein Resultat von irgendetwas, was ich mache. Und was ich mache, diese Aktivitäten, diese Maßnahmen, die verpacken sich in diese Werttreiber. Und diese Werttreiber sind wirklich die Aktivitäten, die ich jetzt irgendwie umsetze. Und die resultieren dann in een Kennzahl. Het eerste nehmen, neue Prospekte ansprechen, dat als Marketing macht, als Betrieb macht, dat sollte dazu leiden, dass die Anzahl Kunden hochgeht und dass deshalb dann Umsatz steigt, Profitabilität steigt und alle sind happy. Das ist so dieser Mechanismus. Und dieser Mechanismus ist natürlich mega wichtig, weil mit diesem Mechanismus funktioniert eigentlich das Unternehmen und so tickt die Geschäftsleitung. Die kennen eigentlich nur das, was da so auf der linken Seite steht. Und jetzt stellt sich die Frage, wo befinden wir uns jetzt mit Empathie, mit Kundenzufriedenheit, mit unseren sogenannten weichen Faktoren? Und da mal als Beispiel, dieser zweite Punkt von oben bei der Wegtreiber, Kundenbindung steigern. Ein typisches Thema, wieso mache ich das? Damit die Anzahl Kunden nicht runtergehen, dass ich die behalten kann. Deshalb kann das dann Umsatz auch stabilisieren, deshalb ist ein wichtiges Thema. Da kommt jetzt zum Beispiel das Thema so Empathie oder Kundenzufriedenheit zum Zug. Und das brauche ich, damit ich diese Kundenbindung steigern kann. Das ist jetzt mal so das Modell. Und was ich jetzt gelernt habe, es gibt ein Modell dazu, damit wir jetzt das Thema Empathie dann anschauen können, immer wichtig. Und das Zweite ist, es gibt immer diese Ursache-Wirkung. Deshalb sage ich, es gibt kein Kennzahl für Empathie. Wir können nicht sagen, das ist 3, 5 oder 80%. Aber Empathie wird in diese Wegtreiber aufgenommen. Und das resultiert nachher in einem Kennzahl.
Want wenn wir dann bei den Zahlen sind, möchte ich ganz schnell Klammer auf und dann sehr schnell auch wieder Klammer zu. Die Zahlen, die ich jetzt präsentieren werde, kommen aus diesem Services-Cockpit. Catherine hat es schon kurz gesagt. Das ist so eine Online-Benchmarking-Lösung, wo jetzt mittlerweile mehr als 200 Firmen mitmachen, die dann sehr umfassend, so um die 100 Kennzahlen da immer erfassen. Und da kann man sich nachher dann auch benchmarken und schauen, wo stehe ich im Bereich Kundenmanagement. Das Zweite, was wir eigentlich machen mit all diesen Kennzahlen, weil wir das jetzt mittlerweile schon 9 Jahre machen, ist, dass wir doch auch schauen, was sind die Abhängigkeiten von diesen verschiedenen Kennzahlen. Wenn ich eine Kennzahl habe, dann gibt es da irgendetwas, eine Aktivität, die beeinflusst, und wie beeinflusst die dann eine andere? Das macht man über sogenannte Korrelationsberechnungen, Korrelationsanalyse oder Regressionsanalyse. Und wir haben das gemacht, wir machen das immer wieder, und wir haben das dann mal gemacht für so 3 Themen, die wir zusammengebracht haben. Erste Erledigungsquote, haben wir die Idee gehabt, wenn die hoog is, dan is wahrscheinlich auch die Kundenzufriedenheit hoog. Und wenn die hoog is, is vielleicht sogar auch die Mitarbeiterzufriedenheit hoog. Dat was onze Hypothese. Und dann haben wir gedacht, ja, stimmt das? Und dann haben wir das mal berechnet. Es gibt een super duper Modell, da geht jetzt nicht darauf ein. Was wichtig ist, ist, wir haben diese 3 Faktoren mit sehr vielen Parameter, die ich dann beeinflussen kann, haben wir angeschaut und sehe da. Was da rausgekommen ist, ist, wenn ich die First Contact Center Resolution 7% steigen kann, dann steigt die Mitarbeiterzufriedenheit 15%. Aha, genau. Und wenn die Mitarbeiterzufriedenheit 15% steigt, haben wir auch gesehen, steigt die Kundenzufriedenheit 4,2%. Und da sieht man schön so diese Abhängigkeiten, wenn ich irgendetwas mache, hat das einen Einfluss auf etwas anderes. Und so kann ich jetzt diese weichen Faktoren, wie zum Beispiel Kundenzufriedenheit, das ist ein bisschen schwieriger, um irgendein Wert zu fassen, oder Mitarbeiterzufriedenheit, kann ich jetzt plötzlich in Zahlen runterbrechen. So, das ist jetzt mal so das, was wir gemacht haben. Und dann haben wir uns gefragt, was heißt das jetzt in unserer Diskussion hier heute für kann ich etwas messen, was ist die Relevanz für das Business? Weil wir wissen immer noch, die Geschäftsleitung hat nur 2 Sachen im Kopf. Umsatz, Kosten. Deshalb, die große, große Frage. Wenn wir von Empathie sprechen, wenn wir von Kundenzufriedenheit sprechen, was darf das Ganze kosten? Weil wir wissen, dass es wichtig ist, wir möchten es auch alle machen, aber es wird immer um die Frage gehen, was darf das kosten? Was wir herausgefunden haben, ist, dass es so eine ganz spannende Kennzahl gibt, die heißt Servicekosten pro Kunde. Wo wir die Unternehmen gefragt haben, was sind die Servicekosten pro Kunde bei euch? Und leider gab es nur von 10% dieser befragten Firmen die Antwort, ja, die kenne ich und die messen niet. Das heißt, 90% weiß gar nicht, was die Kunden im Bereich Service kosten. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, weiß ich das? Wahrscheinlich ist das, ne, dieses Verhältnis 90-10% ähnlich. Aber das ist eine Zahl, damit haben wir bis jetzt eigentlich nicht groß gearbeitet. Aber die ist so wichtig, wenn wir jetzt das Thema aufnehmen und sagen, wir möchten Richtung Empathie, von irgendwo kommt die Frage, was darf das kosten? Wenn es zu viel kostet, und ich habe zu wenig Einnahme, Profitabilität, minus, die Geschäftsleitung sagt, nein, machen wir nicht. Deshalb ist das so ein wichtiger Punkt. Damit ich das berechnen kann, muss ich natürlich sehr tief in die Organisation, ich muss da sehr viel anfangen zu messen, ich muss mir da wirklich groß Gedanken machen. Ich muss dann auch sogar Marketing, Vertrieb und Service mal zusammennehmen und gemeinsam schauen, was bedeutet jetzt das Ganze. Eins, was ich dann ganz sicher machen muss, ist folgendes. Ich muss eine Service-Strategie aufsetzen. Und wieso muss ich das? Wenn ihr in die Geschäftsleitung geht, dann gibt es eine Unternehmensstrategie. Und ich kann euch sagen, es gibt auch eine Marketingstrategie, es gibt auch eine Vertriebsstrategie und was es nur in 50% der Fälle gibt, ist eine Service-Strategie. Das heißt, dieser ganze Bereich Service, wo sehr viel mit Kundenbeziehungen, wo es um Kundenzufriedenheit geht, wo wir die Kunden versuchen, so gut wie möglich zu bedienen, da haben wir keine Strategie. Und weil wir keine Strategie haben, wissen wir auch nicht, was es kostet. Und wenn wir die beiden Sachen nicht wissen, dann können wir das Thema auch nicht in den Geschäftsleitung deponieren. Und die sagen, was soll ich damit? Die möchten einfach wissen, was bringt es mir,
Was kostet das? Und deshalb ist das Thema so wichtig. Ich brauche eine Schrittstrategie. Was wir zusätzlich bemerkt haben, ist, wenn wir jetzt diese Service-Strategie und diese Kennzahl Servicekosten pro Kunde anschauen, ist, dass wir mal geschaut haben, okay, mit welchen Kennzahlen wird dann geführt, wenn halt nicht alle mit diesen Servicekosten pro Kunde führen. Und da sehen wir so ein ganz spannendes Bild, dass wir sehen, dass es wird eigentlich sehr viel mit operativen Kennzahlen im Moment geführt. Und die strategischen Kennzahlen, die diese Kontakte pro Kunde, Servicekosten pro Kunde oder die Anzahl wertschöpfende Kontakte, wie man das so schön nennt, das wird eigentlich gar noch nicht so oft eingesetzt, wenn es um Kundenmanagement geht. Aber man ist eher auf dieser anderen Seite, vom Service Level oder AHT, wie wir vorhin heute schon gehört. Und da ist es klar, das seht ihr da, hè? Wirklich alle haben das. Und da haben wir jetzt einen Mega-Konflikt. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieses Service Level als Beispiel. 65% oder 75% aller Anrufe beantworten wir in 30 Sekunden, sagt uns mal etwas. Das ist etwas, das versteht man im Geschäftsleitung. Das sind zwei Zahlen, eine Prozentzahl, eine absolute Zahl. Ich sage, ja genau. Das heißt, alles darüber ist grün. Alles darunter ist rot. Das ist herrlich, oder? Als Führungskraft sagen, in grün oder in rot, das kann da schief gehen. Was da schief gehen kann, ist, wenn das Ding rot ist, und ich bin dann noch so schlau, dass ich das auf so ein Wallboard bei meinen Mitarbeiter in einem Raum dann wirklich schön positionieren, damit es alle sehen, und das Ding wird rot, dass es dann heißt, es ist nicht gut, wir haben Stress. Und sogar die Geschäftsleitung sieht das. Deshalb, das Ding muss jetzt nach grün. Und wie bringen wir jetzt diese Service Level nach grün? Es gibt nur eine Möglichkeit. Das Gespräch muss ich verkürzen. Und jetzt kann ich fragen, Franziska, wie empathisch können wir de Hörer da drauf hängen? Das ist unser großes Problem. Das gleiche mit de AHT. Oder? Alle reden davon, dass ja, wir müssen empathisch sein oder so. Aber solange ich nach diese Service Level und diese AHT schaue, wenn das meine Führungskennzahlen sind, dann habe ich ein Problem. Und wenn ich das dann sogar noch in Management bringe und dann ihnen sage, hey, wir sind jetzt grün, wir sind jetzt rot, und dann, oh, jetzt müsst ihr etwas machen, oh, jetzt habt ihr zu viel Mitarbeiter, dann haben wir wieder zu wenig. Und dann bin ich immer am Kämpfen. Deshalb sagen wir ihnen, die Zahlen, die muss man da wegnehmen. Wenn man mit Empathie auf solche ganz wichtige strategische Themen eigentlich arbeiten möchte, dann muss man auch mit die richtige Führungskennzahlen führen. Ja, das ist hier dieser Punkt. Das heißt, wir haben ein Modell, ein Werktreibermodell, wo wir sagen, okay, es gibt keine Kennzahl für Empathie, aber es gibt gewisse Werktreiber, die richtige Kennzahlen anstoßen. Wir wissen, es geht um Ursache-Wirkung. Wir wissen, wir brauchen auch irgendwie eine Strategie, damit wir die richtige Kennzahlen dann auch nachher haben. Und hier sehen wir jetzt, ich muss dann auch die Führung, muss ich enablen, richtig führen zu können. Das typische Problem ist, hè, Service Level, irgendetwas ist nicht gut. Wir schauen immer auf die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter müssen machen. Die müssen das irgendwie jetzt lösen. Die müssen wir schulen, die müssen irgendetwas machen. Eigentlich ist das erste, was wir machen sollen, wir müssen jetzt auf diese Führungsebene, müssen wir jetzt mal schauen. Aber wieso ist das für uns jetzt eigentlich so wichtig? Die Mitarbeiter sollen einfach empathisch sein, das Problem lösen, die sollen sich Zeit nehmen für den Kunden. Das ist das, was wir wollen. Und die Führung muss das irgendwie im Griff haben. Und deshalb ist für die Führung so wichtig, dass sie diese Abhängigkeiten kennen. Dus die Kosten, Nutzen, Ursache, Wirkung, all diese KPIs. Das ist einfach A und O. Und wenn es in der Führung nicht klappt, dann wird es bei den Mitarbeitern auch nicht funktionieren. Das heißt, Führung muss man auch reinholen. Und wenn wir das dann nicht schaffen, haben wir natürlich immer noch Technologie. Und bei der Technologie haben wir dann den Vorteil, die schreitet voran. Und da gibt es jetzt Systeme. Oder? Es gibt so ganz coole Systeme, auch in Sprache, die dann wirklich so eine Sprachnachricht total auseinandernehmen und dann nachher auch sagen können, okay, der Monika hat es vorher gesagt, diese Kunde ist jetzt aufgeregt oder ist happy oder was dann auch. Und das kann man auch ganz schön nutzen, oder? Im Gespräch sogar beim Mitarbeiter, dass man sagt, hey, am Anfang sehe ich, diese Mitarbeiter über die Frequenzen so in der Stimme, der ist sehr aufgeregt, der sagt, Wert ist wahrscheinlich eher rot. Und während dem Gespräch, wenn ich sage, ah, diese Wert geht nach grün, dann weiß ich, hey, eigentlich bin ich jetzt in einer guten Gesprächsführung,
Wahrscheinlich bin ich empathisch, weil ich es jetzt gerade in die richtige Richtung. Und das Schöne am Schluss für den Kunden ist, ich muss dann nachher, wenn er am Schluss grün wäre, muss ich nicht diese blöde Umfrage noch verschicken. Sind sie happy? Oder? Weil ich weiß, es ist. Und da gibt es Technologien, die kann man nutzen. Was leider heute der Fall ist, und jetzt gehe ich wieder in unser Benchmarking rein, ist, dass solche Technologien gar noch nicht so oft benutzt werden. Das heißt, positiv betrachtet, wir haben noch sehr viel Potenzial. Wenn man da auf der linken Seite sieht, man alles für sprachliche Kommunikation, die machen alles, das Kontaktraute, und dann drücken sie 1, 2, 3, 4 und all die Sachen. Aber unten, Sprachanalyse, Emotionen, Stimmabdruck, all diese Sachen, da sind wir noch nicht so weit. Hè? Da haben wir noch einiges an Potenzial. Das Gleiche sehen wir im Bereich der schriftlichen Kommunikation. En nu deze ganz, sag ik maar, banale Themen wie Textbausteine und solche Sachen, hè, das sollte eigentlich auf 100% sein, hè, dass wir Mitarbeiter so unterstützen können. Aber da gibt es auch noch einiges zu tun. Hè. Das heißt, Technologie ist da, kann auch unterstützen. Der Punkt ist dann immer wieder, wo unterstützt diese Technologie? Und da kommt jetzt unser Wundermittel: hè. Künstliche Intelligenz. Das ist etwas, das schreitet auch voran. Aber leider sieht man in der Firma heute, dass das sehr viel eingesetzt wird im Bereich Self-Service. Auf Portalen, in Apps. Und noch sehr wenig, was man da unten sieht, so, das ist jetzt gerade ausgeblendet, Vorschläge und Empfehlungen für Mitarbeitende. Da wird es eigentlich noch gar nicht so oft eingesetzt. Und wenn wir sagen, hey, heute, diese Empathie, die kann sicher von Menschen sehr gut rübergebracht werden. Aber wenn er dann unterstützt wird, diese Menschen, dann wäre er sogar besser. Und wenn wir da jetzt künstliche Intelligenz einsetzen, die dann auch noch von diesen Menschen lernen kann, dann haben wir eigentlich so einen doppelten Wow-Effekt. Aber leider machen wir das noch nicht. Was heißt das jetzt unter dem Strich? Das heißt, wir haben ein Modell. Mit diesem Modell kann ich jetzt sagen, ich weiß, es ist möglich, diese Empathie umzuwandeln in Kennzahlen. Was wir jetzt auch wissen, ich muss immer Ursache-Wirkung, muss ich anschauen. Damit das Ganze funktioniert, brauche ich diese Service-Strategie. Und ich muss auch diese Servicekosten pro Kunde irgendwie im Griff bekommen. Ich muss wissen, was die sind. Ich muss wissen, wie hoch die sein dürfen. Ich muss die Führung muss ich enablen, damit die mit diesen richtigen Kennzahlen dann nachher auch das Ganze führen. Und die Technologie muss ich dort einsetzen, wo sie etwas bringt. Wenn ich das mache, dann kann ich wirklich Empathie umwandeln in harte Fakten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Remo. Ich wusste gar nicht, dass du der humorvolle Einsatz bist hier an unserem Healthcare-Event. Nein, vielen Dank. Ich fand das jetzt spannend. Wir haben also zwei Punkte, wo wir angreifen können. Wir können mit der Führung, mit dem quasi sprechen, was sind wirklich die Kennzahlen, die wir brauchen, um weiterzukommen, wenn wir eben nicht diese Gespräche abkürzen wollen, weil die Ampel auf rot ist. Und der Einsatz der Technologie, diese künstliche Intelligenz, die uns dann alle so Superkräfte gibt, oder ich sehe mich schon da so mit Cape durch die Lüfte schweben, also auch wirklich hier im Realtime-Einsatz, würdest du also quasi sagen, dass du Realtime unterstützt wirst, wenn ich am Telefon bin mit dem Kunden, dass ich da unterstützt werde von den Daten. Ja, genau. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel gemacht. Aber es geht grundsätzlich darum, dass wir sagen, hey, die Technologie, die kann ich doch auch dort einsetzen, wo es nicht nur den Kunden, aber auch die Mitarbeiter unterstützt. Weil wenn es die Mitarbeiter unterstützt, haben wir gesehen, unterstützt das automatisch auch den Kunden. Und deshalb, wieso nicht da anfangen? Mhm. Das ist eigentlich so die Aussage. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt einer mit dieser Voice-Biometrie, dieser Voice-Recognition. Es gibt andere Beispiele, wo, wenn ich mal weiß, in welchem Kontext ein Kunde sich bewegt, zum Beispiel, und darauf eingehen kann, das würde mich das Leben schon so viel einfacher machen als Mitarbeiter, wenn ich mit einem Kunde oder einem Patient kommunizieren muss. Und da gibt es Technologien, die das unterstützen. Das ist so, eigentlich so das Beispiel so dazu. Ja.
Spannend, wir also haben noch sehr viel zu tun, habe ich gerade gemerkt. Es gibt da was, was wir anpacken müssen. Doch bevor wir das anpacken, glaube ich, gönnen wir uns eine Pause, lieber Raymond. Ich danke dir für diesen Auftritt. Vielen Dank nochmals. Applaus